Recht herzlich willkommen zur 126. Folge von City Skylines. Ja, lass mal laufen. Wir waren letztes Mal mit dem Buslinien, glaube ich, fertig. Können da aber nochmal reingucken, weil in dem neueren Gebiet, was wir da haben, ne? Warte mal, rein mal rauszoomen. Hier, da fehlt so ein bisschen mit Anbindung und wir haben jetzt zwar eine Zuganbindung, aber irgendwie keine, ich sag schon, Straßenbahnanbindung, ne? Oder? Brauchen wir die nicht, wenn wir hier mit dem Zug sind. Ort ist bereits belegt. Lass uns mal das nochmal ausmachen. Und dann gucken wir mal da. Bahnhof. Bahnhof halten Züge und nehmen Passagiere auf. Genau. Fahren die Züge denn jetzt auch darüber? Das ist die Frage, ne? Weil hier haben wir auch einen Bahnhof, ne? Dann wäre das Gebiet ja im Endeffekt mit Dingens angebunden, sag schon. Mit Zug angebunden. Ne, das ist die falsche Seite. Ja, das wäre ja dann damit angebunden. Kann man da irgendwo auch Leistungsdaten sehen? Ne, ne? Budgetfenster, doch da, Budgetfenster aufrufen. Vielleicht geht das. Aber Budget, ne, das hat ja keinen sittlichen Nährwert Richtung Bahn, ne? Straßenbahn haben wir noch gar nicht gebaut. Das ist ja irgendwann mit einem Update gekommen, auch fällt mir gerade so ein, ne? Ja. Gehen die Leute denn da rüber? Das ist die Frage. Ja, da stehen ja welche. Wo kommen die aber her? Ich wollte gerade sagen, der geht da rüber, aber das ist ein Vogel. Die kommen hier alle zu Fuß angelaufen. Auch cool, oder? Heißt das, irgendwo fehlt eine Buslinie oder so? Tak, 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 tak. Hier, da. Erwachsener, ein Tourist, Gigastore ist das Ziel, okay. Willow Richardson ist das, okay. Hier sind ganz schön viele zu Fuß unterwegs, ne, wenn man so guckt, ne. Ist das jetzt repräsentativ oder nicht? Ah, die laufen wahrscheinlich zu Fuß alle hier ins Fußballstadion oder hier zum Karussell oder so, ne. Was haben wir hier noch für ein Gebäude? Ein Kramladen, ganz schön großer Kramladen. Und wo laufen die hin? Zur Bushaltestelle nur? Dann wäre das ja der Hammer, ne? Ja, die laufen nur zur Bushaltestelle. Welcher Bus hält denn da an und fährt nicht zum Depot? Das ist dann die Frage. Sorry, beide. Die sind ein bisschen doof. Oder sind die Bahnsteige hier zu klein? Weil der hält da genauso an wie der, ne? Und die fahren beide da lang. Da braucht man nicht hinlaufen, Leute. Man braucht einfach nur gegenüber hingehen. Und der Grüne hält hier gar nicht an, sehe ich gerade. Das heißt, die gehen definitiv zum blauen Bus. Und der hat definitiv hier auch eine Haltestelle. Krass, oder? Naja, ist dann halt so, ne? Ist da ein Hund? Jo, tatsächlich. Fährt er auch irgendwo hin? Und wartet. Ja, dann lass den mal warten. Und das ist das Härchen dahinter, oder? Das Härchen kriege ich aber nicht angeklickt. Wohnort die Sheffield Residenz. Arbeitsort Supermarkt. Ziel Neptun Medienmarkt. Okay. Na dann. Ist das hier die Schwierigkeit mit rübergehen, oder was? Haben wir eine Straße mit Radweg gebaut, oder was ist das? Bus und Taxi, ne, okay, das passt ja auch schon, das ist eine gute Idee gewesen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen sollen. Personenverkehr, wo können wir denn hier sehen? Öffentlicher Nahverkehr, Transport. Das war der Bus. Das ist wahrscheinlich die Straßenbahn mal 0. Dann ist das die U-Bahn. Ist das dann der Zug oder ist das dann die U-Bahn? Ah, da unten ist es aufgeschlüsselt. Bus, Straßenbahn, Schiff. Haben wir nicht. U-Bahn ist aktiv. U-Bahn ist das Grüne. Das Orange, ja, sieht man ja auch hier, ne? Ist ja auch orange, ne? Vielleicht können wir ja so einen Zug erwischen. Bemannt Fahrzeug. Transportiert Passagiere nach Fermont.
Okay. Und dieser da. Okay, da sehe ich auch eine zurückgelegte Strecke, 98%. 113, bemannte Fahrzeug. Gut. Ist aber nicht voll, ne? Linienübersicht wäre aus 113 Passagiere. Ich will da dran klicken. So, jetzt mal Linienübersicht. Okay, das ist die gleiche wie das. Zuglinien haben wir nur zwei. Eine startet da und die andere startet da oder was? Wo ist denn das? Ist das der Hauptbahnhof? Ja, mach mal zu hier, das brauchen wir gerade nicht. Ach so, das ist die eine, die nach da fährt. Ziemlich kompliziert, oder? Aber ist so. Ah ne, die fährt wahrscheinlich da rum und dann irgendwie dahin. Okay. Ja, jetzt ist die Frage mit der U-Bahn, ne? Und dem Zug. Dahin, dorthin und dorthin. Also die fahren nach da. Man sieht das so schwer, ne? Also er fährt hier los, fährt da lang, da lang, da lang. Fährt nach hier. Ah, da ist. Okay, der fährt dann da lang. Wahrscheinlich bis nach dem Ort. Und dann fährt er wieder zurück. Aber abbiegen tun beide hier. Fährt da lang. Okay, ja, dann da rein und fährt dann dieser, fährt dann wieder nach da zurück. Ja, genau. Der eine macht eine Dreiecksfahrt. Während der andere nur von hier nach da fährt wahrscheinlich. Also eigentlich ist die eine Linie dann über, ne? Wenn er eine Dreiecksfahrt sowieso macht. Ja. Wo sind wir da eben nur gewesen? Gute Frage, ne? Hier. Machen wir erstmal weg, dann sehen wir das auch, oder? Wir können ja auch farblich ändern, hatten wir ja auch gemacht, ne? So. Ja, jetzt sind beide weg. Ja, das ist die Dreieckslinie. Jeden Bahnhof fährt die an. Eigentlich ist dann diese Linie über. Da sitzen auch keine Leute drin, ne? Fährt Tag und Nacht. Haltestellen 3, Fahrzeuge 4. Passagiere. 10 Einwohner, 9 Touristen. Dann würde ich mal sagen, die weg. Ja, weil das ist die Linie. 220 Einwohner und Touristen. Gut. Das ist hier ein Dingensbahnhof, ne? Sag schon, ein Industriebahnhof, ne? Kriege ich den auch angezeigt? Ich glaube nicht, wa? Den mal weg. Doch, geht. Und da sehe ich das auch nicht richtig. Transportmittel sozusagen wäre das wiederum. Wäre das schon. Aber kann ich denn so eine Linie machen? Das ist die Frage, ne? Dann müssen wir dann hier rüber gehen. Ich glaube, man kann nur die Personenlinien bauen dann hier, ne? Sie können immer Gleise, bevor sie eine Linie erstellen. Güterbahnhof, wir haben keine Haltestellen im eigenen Sinn, aber die Linie kann durch sie verlaufen. Ja, das hört sich jetzt nicht so an, dass man Güter verfrachten kann. Das passiert wahrscheinlich alles alleine. Wie man hier sieht, passiert das alleine, ne? Die LKWs fahren ja wie bekloppt da rein und raus. Ja, ich glaube, das läuft von alleine. Da kommt nämlich gerade ein Güterzug an. Ich glaube, die kommen von alleine, wie man hier sieht.
krass, okay. So, jetzt wäre zu überlegen. Wir haben da einen Bahnhof, dort einen Bahnhof. Brauchen wir noch einen hier, ne? Eigentlich. Ich glaube, das war aber, war das eine vorhandene Zuglinie? Weiß ich gar nicht. Hier wäre es richtig wichtig, ne? Weil da ist Industriegebiet, ne? Da könnte man sehr gut einen Güterzug hinfahren lassen. Und der wäre hier bestimmt sehr gut. Ich glaube, da bauen wir da eine Straße rein. Die haben wir ja noch freigelassen. Und an dieser Straße machen wir dann den... Ah, guck mal hier, das ist jetzt... Ich habe das letztens überlegt, wofür dieser Mast ist. Das ist der Strommast von der Straßenbahn. Ganz einfach. Gut, okay. Also ich würde jetzt sagen, man macht hier zwei... Ja, ich glaube, wir machen erst die Gleisanlage. Weil das wird wahrscheinlich besser sein. Ja, ist schon ausgewählt. Diese Gleisanlage geht sogar hier noch super lang. Okay, dann müssen wir mal so machen, ne? So, ja. Da fahren wir hin und da gehen wir dann in die Höhe. Das war doof, dass der Zug hochfahren muss, aber ist halt so, ne? So, und dann darüber. Und hier eine geschwungene runter. So, dann hier hin. Na, okay, ist jetzt halt so, ne? Und ja, wie weit? Bis dahin? Ja, bis dahin. Gut. Und das ist dann fertig. Und dann brauchen wir hier einen Bahnhof. Das ist der Personenbahnhof. Okay, ich sehe schon, das wird wieder super schwierig sein, den zu... dran zu bauen. Wie war das mit dem Drehen wieder? Jetzt dreht sich die ganze Karte so. Ich wollte aber nicht die Karte drehen, sondern ich wollte nur den Bahnhof drehen. Jetzt haben wir das wieder. War das die Maustaste drücken? Ja, nee, das war es eigentlich, ne? Aber... Ort muss neben der Straße platziert werden. Aha, super, oder? Das ist ja wieder Top-Antwort. Gut. Das heißt, wir müssen erst eine Straße dann doch bauen. Toll. Dann bauen wir erst eine Straße. Ja, eigentlich eine große Straße. Eine Autobahn nicht. Große Straße. Mal bis dahin und wir machen auch hier die geschwungene Straße dann erst. Ach so, da geht schon einer rein. Dann lass uns mal überlegen. Dann machen wir keine geschwungene, sondern machen die gerade. Kriegen wir den Bahnhof dahin? Das ist die Frage. Doch, wir machen eine geschwungene Straße. Und zwar... jetzt hat er es wieder weggemacht. So. So geschwungen. Und dann könnte da noch... der Zug da dran kommen, ne? So, jetzt ein Stück gerade. Da ist dann die Eisenbahn. Dann machen wir das so. So, dann suchen wir mal gerade den Bahnhof aus.
den kriegen wir nämlich jetzt hier so dran, ne? So weit wie möglich nach da unten, ohne knicken. So. Dann haben wir das. Und den machen wir hier hin, wenn das dann geht. Müssen wir auch die Straße noch ein bisschen ändern. Was haben wir hier für eine mit Mittelstreifen? Obwohl, warte mal, Industriegebiet ist hier unten und da, dann müssen die erst wieder da, obwohl da ist auch schon Industriegebiet. Ne, dann passt das schon, dann lass das mal hier so. Die mit dem Mittelstreifen finde ich gerade nicht, weil das wahrscheinlich eine kleinere ist. Genau, das ist nicht gut, weil ich glaube, da machen wir zwar nicht die Autobahn hin, aber so eine hier. Und Bäume gehen eigentlich auch. So, die machen wir dann geschwungen. Und dann ein Stück gerade. Und dann da den Bahnhof dran. Super. So, dann können wir richtig bauen, ne? Toll. Okay, das bedeutet, dieses Stück ist schon mal doof. So, wäre super gewesen gerade, ne? Habt ihr gesehen. So, dann das. Passt. Und von dem Punkt nach dort. Ja, will da schon mal gar nicht sowas. Dann machen wir das so. Und dann geht es wahrscheinlich so andersrum geschwungen, ne? Ja, das wäre jetzt. Also so ein Gleis habe ich noch nicht gesehen, aber ist jetzt egal. Naja, dann hat er es selber gemacht. Aber jetzt sind beide Sachen angeschlossen. Das heißt, hier werden gleich irgendwann Dingens auftauchen, LKWs, die da laden und entladen wollen. Wo wir hoffen, dass das passiert. Hier müssen wir eine Linie einführen. Dafür müssen wir eine Linie bauen. Ah, kein Wasser, auch schön. So, und der fährt dann von dort nicht nach da. Ah, wir müssen da noch was umbauen, sehe ich schon. So geht's nicht. Okay. So. Ja, sieht so aus, als ob das funktionieren würde, ne? So, das bedeutet, da einsetzen, das passte schon. Und da einhalten. Und der fährt dann diese Richtung. Ne, das war der Transportbahnhof. Und der fährt da lang. Wieder nach hier. Und die Linie schließen wir dann hier. Gut, Wasser, 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 da. Setzen wir dahin. Gut, und den verlängern wir gerade. Dann haben die auch Wasser. Okay. Ich glaube, da steht schon ein LKW, oder? Ein Container. Ja, da fährt schon einer und holt Ladung von Donut-Taschen. Das, keine Ahnung. So, da kommt auch ein LKW. Der fährt da lang. Ja, das wird angenommen. Das ist schon mal gut. So, das würde bedeuten, Güter kommen hier hin und werden hier auch entladen, wie man gerade sieht.
Wunderschön. So, der Bahnhof muss dann wahrscheinlich nur angenommen werden auf Dauer. Genauso wie der. Hier ist es natürlich jetzt noch, dass wir da noch was mit den Bussen ändern sollten. Diese Linie hier, die wäre schön da reinzufahren, ne? Wo ist denn hier die nächste Bushaltestelle? Da machen wir die weg. Oh, schade. Ja, ist die dann ausgewählt? Wahrscheinlich nicht, ne? Haltestelle zum Verlegen ziehen. Okay, gucken wir mal, dass wir die hier wieder gerade hinkriegen. Ja, hat geklappt, glaube ich. Dann würde ich sagen, die jetzt da vorne ist, brauchen wir glaube ich nicht. Die ziehen wir jetzt einfach nach hier. Ein bisschen versetzt und alles ist gut, oder? Dann fährt er da rein, dreht da und alles ist toll. So, dann müssen wir nur gucken, wie sich das hier gestaltet. Mach das mal aus. Wird die Bushaltestelle angenommen? Das ist die Frage. Da kommen sie zu Fuß zur Zeit und fahren mit dem Bus, mit dem Zug. Jetzt müsste hier nur die Bushaltestelle auch angefahren werden wahrscheinlich. Ah, da waren. Laufen jetzt welche auch zur Bushaltestelle. Na, dann müssen wir mal gucken, ob da ein Bus kommt. Ich sehe noch keinen. Da kommt auf jeden Fall ein Zug. Da sehen wir jetzt definitiv, wie wohl der rausstürmen und zur Bushaltestelle laufen. Na, keiner. Doch ein paar, aber die laufen alle noch da. Und die, na doch, es sind ein paar, die hier lang laufen auch vielleicht. Ah, das wird sich einspielen, ne? Der fährt jetzt alle tot. Da kommt der erste Bus. Das ist doch schon mal was. Und dann sehen wir auch, dass von der Bushaltestelle vielleicht da welche hinlaufen, ne? Okay, da diese Masse geht jetzt zum Bahnhof. Wird wohl angenommen. Gut, okay, aber ich sag mal, für die Folge soll es wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.